Willkommen zurück Hört, zu ihr Bewohner von Assum, diese Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des oberen Viertels, einschließlich der Kaserne und der Festung des Fürsten, werden weiter verstärkt. Die Torwachen sind angewiesen, das Gesetz in aller Strenge auszulegen, um unerlaubtes Eindringen zu verhindern. Ich habe mir das Paket gegeben. Wem? Ach so, ja. Amulett der Rekruten. Also, beim letzten Mal habe ich ja eine Beschreibung dazu geschrieben. Ich habe so wunderschön gespielt. Alles bestens. Wer daran weiß schon genau, was nie etwas ändern. Alles bestens. Und dann am Ende, ich will speichern. Und dann kauft das Spiel ab. Alles frisch, naja. Alles günstig. Schöne große Äpfel aus dem Assunschen Norden. Ups, das war die falsche Taste, die wollte ich. Okay. Wer weiß schon genau, was es da gibt. Na gut. Hier gehen wir mal nicht rein. Hier auch nicht, ich suche Handwerker, hier der Schneider zum Bleistift. Kenne ich dich? Ich bin Vestito. Und momentan der Einzige hier in Assun, der sich auf die Schneiderei versteht. Hast du keinen Lehrling oder Gesellen? Ich habe das Geschäft gerade erst übernommen. Mein alter Meister Tönis ist ins Kloster gegangen und jetzt weiß ich gar nicht, wohin mit der Arbeit. Kann ich dir irgendwie helfen? Wenn du noch einen Beruf suchst, würde ich dich jederzeit ausbilden. Du müsstest nur kurz noch etwas für mich erledigen. Ansonsten kannst du mir auch so einen Gefallen tun. Du weißt ja, es ist gut, Freunde zu haben. Gut, ja, was soll ich machen? Ich brauche unbedingt neuen roten Stoff und eine zweite Schere. Sonst kann ich ja erst gar niemand neuen einstellen. Besorg mir die Sachen und komm dann wieder. Mit mir kann man sowas nicht. Ja. Wo bekomme ich die Sachen? Also ich an deiner Stelle würde es am Markt versuchen. Wenn du da nicht alles bekommst, wirst du die Sachen anders organisieren müssen. Ich tue, was ich kann. Kannst du mir das Geld für die Sachen geben? Keine Angst, du bekommst das Geld, sobald du mir die Sachen bringst. Solange kannst du es ja sicher auslegen. Also... Wunderbar, ich erwarte dich dann bald wieder. Mist. Da soll irgendwo im Norden ein Sumpf sein? Ja? Ich bin noch dran. Okay. Ich hab nicht gesagt, hier Gespräch aufhören. Ich möchte bei dir als Lehrling anfangen. Du kannst noch nicht anfangen. Erstmal musst du Zunftmitglied werden. Mann, was sprichst du da um das Gespräch ab? Wie lange bist du schon mit der Schneiderei im Geschäft? Noch nicht sehr lange. Tönis hatte diesen Laden vorher betrieben, aber er ist ins Kloster, auch Akademie genannt, gegangen. Wollte sich wohl zur Ruhe setzen und was mit Magie rumprobieren. Naja, die Geschmäcker sind verschieden. Mir sind die Leute von da irgendwie nicht ganz geheuer. Jedenfalls habe ich jetzt den Laden übernommen und mich auch gleich an ein paar neuen Kleidern versucht. Bis jetzt kamen die in der Stadt recht gut an. Du scheinst wohl recht zufrieden zu sein. Ich kann nicht klagen. Ohne Schiffe kommen von Baumwollplantagen der anderen Inseln zwar keine Lieferungen mehr, aber Schafe gibt es zum Glück auch hier. Und für Farbe muss kein großer Aufwand betrieben werden. Gut. Wer sind deine Kunden? Meistens die Leute hier aus dem Händlerviertel. Selten auch mal ein Adliger aus dem Nobelviertel. Wieso nur selten? Wo kriegen die denn ihre Kleidung her? Keine Ahnung. Haben wahrscheinlich tonnenweise in ihren Truhen. Ist mir aber auch egal. Die scheinen irgendwie alle in ihrer eigenen Welt zu leben. Wieso? Bist du schon mal diesem Michels begegnet? Der kommt irgendwie ständig hier runter und gibt Leuten Roperi, wenn deren Kleidung ihm nicht gefällt. Zu mir ist er auch mal in den Laden reinmarschiert. Er drückte mir zwei Ropere in die Hand und sagte abfällig, dass ich schönere Kleidung herstellen soll. Ist doch schön, wenn er Leute mit Roperi beschenkt. Wie man es nimmt. Das sind dann eher kleine Summen, von denen man sich nicht mal ein Brot kaufen kann und verhöhnt die Leute mehr, als ihnen tatsächlich zu helfen. Ich glaube, wenn der so weitermacht, kriegt er noch eine Tracht Prügel. Aber um den tut es mir dann nicht leid. Vielleicht meint er es doch nur gut. Ja, wir reden weiter, wenn du ihm mal über den Weg gelaufen bist. Ich bin schon über den Weg gelaufen.
Nichts dumpen. Kann ich nichts klauen bei dir? Das speichere ich vorher mal. Wahrscheinlich sagt er dann hier gleich, die Finger sollte ich dir abschneiden. Oder irgendwie sowas. Na warte, du dreckiger Dieb. Mal schauen. Spielerin. Ach ja. Dann lasse ich die liegen und klaue sie nachts. Hier scheint der Maler zu wohnen. Und der Bäcker war hier, glaube ich. Wenn du was kaufen willst, geh auf den Markt. Ansonsten sprich mit Rolf. Wie heißt du denn? Ich bin David, der Bäckerlehrling. Okay. Könntest du mir einen Gefallen tun? Was wäre das denn? Mein Meister hat mich damit beauftragt, das Mehl von Orins Hof zu holen. Doch ich komme hier einfach nicht weg. Ich habe schon seit Tagen nicht mehr genügend geschlafen. Und wenn ich zu Orin muss, dann geht ein weiterer Tag flöten und ich bin mit meiner Arbeit noch mehr hinterher. Ich helfe dir. Was genau ist zu tun? Die Aufgabe ist nicht schwer. Und es eilt auch nicht sonderlich. Geh einfach zum Bauer Orin und hol die 8 Säcke Mehl ab. Wieso sollte er sie mir anvertrauen? Sag ihm einfach folgende Parole. Morgenstund hat Gold im Mund. Okay. Mir fällt gerade noch ein, wir machen heute nur 40 Minuten. Da, Ofen, okay. Schade, schade. Wir haben jetzt 14.50 Uhr. Um 16 Uhr möchte ich die Folge da draußen haben. Und ich muss die auch noch schneiden. Mehl an der Schürze und Schlaf in den Augen. Da musst du wohl der Bäcker sein. Oha, ein schlaues Kerlchen, das mir hier angekommen ist. Ja, ich bin hier der Bäcker. Mein Name ist Rolf. Wenn du was kaufen willst, komm morgen zu mir in die Backstube. Und wenn du reden willst, mach das besser mit dem Wirt. Ich bin ja sonst immer beschäftigt. Genau. Erzähl mir mehr über die Bauernhöfe. Ach, verdammt, jetzt fragst du mich darüber. Ich weiß nicht viel über die beiden. Orin ist der größere von beiden. Von ihm bekomme ich immer Mehl und so Sachen. Ansonsten weiß ich nur, dass er auf der Seite der Stadt steht. Mit dem freien Lager will er nichts zu tun haben, sodass er hauptsächlich die Stadt versorgt. Naja, und bei Karl sieht es wohl ähnlich aus, nur dass er mit der Stadt nichts zu tun haben will. Und was sagt die Stadt dazu? Muss er nicht Abgaben zahlen? Verdammt, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht auch doch. Der macht die meiste Zeit sein eigenes Ding. Was? Ich verstehe kein Wort. Siehst du? Ich nämlich auch nicht. Okay. Ja, passt schon. Der Tresen ist ein bisschen schief, aber naja, egal. Hallo? Okay. Ach, der Jäger. Hereinspaziert, Fremder. Du siehst so aus, als interessiertest du dich für das feinste Handwerk. Schau dir doch mein außerordentliches Sortiment an. Es reicht von Trophäen über solide Lederrüstungen bis hin zu den besten Bögen Lalvaniens. Die besten Bögen des Reiches.
Aber natürlich, Fremder. Mir ist noch nie ein besserer Bogen unter die Finger gekommen als die meinen. Also weißt du es nicht genau, oder? Naja, eigentlich nicht. Aber ich habe gute Referenzen. Na, dann vertraue ich dir einfach mal. Du hast mich ja förmlich überfallen. Wer bist du eigentlich? Ich bin Garrot. Und wie du unschwer erkennen kannst, bin ich Bogner und Jäger. Im letzteren Gewerbe bilde ich jedoch nur noch aus. Mein Lehrling Heinrich kann dir Zubehör für die Pfeilherstellung anbieten. Erst einmal muss ich ganz kurz schauen, ob er hier Bögen hat, die ich klauen kann. Kurzbogen. Okay. Wie viel haben wir hier? Geschick 25. Dann zeig mal dein feinstes Handwerk. Schau dich ruhig um. Du wirst nicht enttäuscht sein. So einen Kurzbogen können wir auch hinten klauen, wenn es nachts wird. Oder so einen Weidenbogen kaufen, 150. Ich glaube, das machen wir. Wir verkaufen vorher noch ein bisschen was. Die Felle kann er auch haben. Wolfrufen brauche ich nicht. Sehr schön. Zwei für einen Pfeil. Wucher. Du Holzabschneider. Aber ich brauche Pfeile, sonst kann ich meinen Bogen nicht bedienen. Passt schon. Ich möchte bei dir Lehrling werden. Lehrling möchtest du also werden? Verstehst du denn etwas von meinem Handwerk? Nein. Ich hoffe, du hast wenigstens Erfahrung im Jagen und ekelst dich nicht davor, die Tiere auszunehmen. Das ist brutal, nee. Damit werde ich schon fertig. Gut, dann kannst du, sobald du dich bewährt hast, mein Lehrling werden. Hier. Was soll ich für dich machen? Keine Angst, das wird für dich ein Kinderspiel sein. Ja, sicher. Aber was soll ich machen? Es wird gar keine Probleme geben. Was soll ich denn jetzt machen? Was denn? Ach, gut, gut. Erstmal eine Frage. Kannst du Tieren das Fell abziehen? Kann ich? Ja. Wunderbar. Du wirst mit meinem Lehrling Heinrich auf die Jagd gehen und den Tieren das Fell abziehen. Das ist alles. Ja, bring mir mindestens 8 Wolfsfelle, sonst kann ich meine Lieferung nicht erledigen. Warum zieht Heinrich den Tier nicht gleich selbst das Fell ab? Oh, was fragst du mich? Ich verstehe diesen Menschen und seine Probleme auch nicht. Sprich am besten selbst mit ihm. Gut. Soll ich dir dann Bescheid sagen, wenn ich mehr weiß? Mach das. Okay. Wie lebt es sich so von der Jagd? Ja, also man kommt doch schon recht gut über die Runden. Allerdings ist auch immer einiges an Glück mit dabei. Manchmal läuft einem nichts Nützliches vor den Bogen. Oder der Pfeil findet sein Ziel nicht. Kann manchmal sehr ärgerlich sein. Aber du kannst mir glauben, wenn ich sage, dass sich die Jagd trotzdem lohnt. Man ist nicht nur ständig an der frischen Luft, sondern erlebt auch immer mal wieder was Interessantes. Es bringt dein Herz in Schwung. Neulich, da hatte ich doch glatt so einen... Ich hab schon verstanden. Beim Jagen kann man also was erleben. Jo. Wo gehst du denn immer auf die Jagd? Also das ist nun wirklich kein Geheimnis. Entweder nördlich oder südlich der Stadt. Anders geht es ja nicht. Schon klar. Und wo da genau? Ich verstehe. Du willst einen Tipp haben, wo du jagen kannst. Ja, durchaus. Sehr schön. Es freut einen doch immer, wenn andere Leute Interesse zeigen. Also, ich war mal eine Zeit lang recht häufig nördlich von Assun unterwegs. Aber mittlerweile kann ich dir das einfach nicht mehr empfehlen.
Da laufen immer mehr Leute, aber auch Jäger rum. Manchmal vom freien Lager, aber auch des Öfteren vom Großbauern Orin. Da kommt man selbst, aber auch das Wild immer schwerer zur Ruhe, sodass das Jagen dort immer schwieriger wird. Besser sieht es südlich der Stadt aus. Da sind zwar auch ein paar vereinzelte Jäger unterwegs, aber lange nicht so viele. Und der Wald ist zudem auch noch dichter. Im Süden wurde eher weniger Holz geschlagen, was wohl auch daran liegt, dass es dort unten wesentlich feuchter ist als hier oben. Wie auch immer. Im Süden bist du besser dran als im Norden. Danke für den Tipp. Gern geschehen. Wobei ich noch erwähnen muss, wenn du dich schon für die Jagd interessierst, dann habe ich hier noch was für dich. Mein Lehrling Heinrich ist bald fertig. Also wenn du willst, dann kannst du bei mir in die Lehre gehen. Ich denke darüber nach. Aber dennoch, danke für das Angebot. Du kennst dich wohl in der Wildnis aus? Schon ziemlich gut, würde ich behaupten. Zumindest was die Umgebung der Stadt betrifft. Was gibt es denn da so zu beachten? Also die Grundregel lautet, jeder ist sich selbst der Nächste. Dort gibt es keine Rekruten, die dir immer zur Seite stehen, wenn du Probleme hast. Dort gilt das Gesetz der Natur. Erinnert mich irgendwie an das Armenviertel. Oh, das mag durchaus sein. Aber dafür hattest du dann ja schon einen Eindruck, wie das da draußen läuft. Auch gilt hier, dass es immer gefährlicher wird, je weiter du vom Weg abkommst. Also, wenn du dich mal verlaufen haben solltest, probier keine wilden Abkürzungen, sondern suche dir den nächsten Weg. Und da die Stadt ja an den wichtigsten Stellen noch Wegweiser aufgestellt hat, ist es also für einen Neuling wie dich recht unkompliziert, den richtigen Weg zu finden. Notfalls kannst du beim Kartenzeichner eine Karte der Insel kaufen. Der wohnt nur ein paar Häuser weiter weg von hier in dieser Straße. Und wenn du noch einen Tipp willst, pass auf, mit wem du dich dort einlässt, wenn du nicht mehr in der Stadt bist. Gerade im Süden der Insel könntest du kurzerhand einem Banditen in die Arme laufen. Also immer auf der Hut sein. Okay. Bist anscheinend auch noch? Ach, auch noch. Bogner, bist du anscheinend auch noch? Sicherlich. Aber wenn die Zeit es zulässt, baue ich nebenbei ein paar Armbrüste zusammen. Ist das nicht ziemlich aufwendig? Also, wenn man es länger gemacht hat, wird sowas immer mehr zur Routine. Okay. Einen schönen Laden hast du hier. Ha, nicht wahr? Nachdem ich vor ein paar Jahren die Überfahrt hierher gewagt habe, konnte ich mich in Assun niederlassen. Und mittlerweile hat sich hier im Laden so einiges angesammelt. Bögen, Armbrüste, Trophäen und noch so ein paar Sachen. Haha, da kann man mal ganz gut mit angeben. Aber jetzt mal genug davon. Wolltest du was kaufen? Vielleicht. Ah, doch, ein bisschen doof. Halt doch grad. Du hattest was von Rüstungen erzählt? Ja, für 250 kannst du eine leichte Lederrüstung haben. Nein, danke. Hey, so. Du. Wer bist du? Ich bin Heinrich, Garots Geselle. Kennst du Garot? Klar, er ist der Bogner. Genau. Geh mal zu ihm. Wenn er noch Leute sucht, können wir vielleicht mal zusammen jagen gehen. Haben wir doch gerade. Warum ziehst du die Felle nicht ab? Das ist eine längere Geschichte, aber nein, ich erzähle es nicht. Nun komm schon. Nun gut, aber wenn du lachst, bringe ich dich um. Ich hatte vor einiger Zeit einen seltsamen Traum. Ich war ein Tier, wurde dann erlegt und mir wurde das Fell über die Ohren gezogen. Daraufhin habe ich mir den Rat bei einer Weissagerin geholt. Aus diesem Grund kann ich keinem Tier mehr das Fell abziehen. Ich würde mich auch noch als totes Tier schämen, so nackt zu sein. Interessant. Ich hätte es dir nicht erzählen sollen. Bist du schon lange bei Garot? Wie man es nimmt. Ich bin vor ein paar Monaten zu ihm gekommen und er hat mich recht schnell angenommen. Aha. Und wie ist er so? Ach, ganz umgänglich. Er lässt einem eigentlich die Freiheiten, die man möchte, und man kann ganz gut mit ihm auskommen. Also ich habe es bis jetzt mit ihm ausgehalten. Und ich denke, das wird auch noch eine ganze Weile funktionieren. Alles klar. Gut. So. Und wie läuft die Jagd bei dir? Mittlerweile komme ich ganz gut zurecht. Der Anfang ist immer am schwierigsten, das sage ich dir. Bis man mit so einem Bogen oder einer Armbrust schießen und treffen kann, dauert es. Und um mit den Trophäen erlegter Tiere sein Geld verdienen zu können, braucht man auch ganz schön. Meistens gehen sie einem zu Bruch. Man arbeitet unsauber oder schneidet irgendwas Wertloses aus dem Tier heraus. Aber immerhin habe ich es bis jetzt überlebt. Inwiefern überlebt?
Jagen ist nicht ungefährlich. Wenn man noch unerfahren ist, versagen oft die Fähigkeiten mit dem Bogen. Und sobald man etwas erfahren ist, übermannt einen der Übermut leider etwas viel zu oft. Es ist nun mal etwas anderes, irgendwelchen Hirschen oder jungen Wölfen hinterher zu jagen, als es mit Snappern aufzunehmen. Garrot meinte, dass viele junge Jäger so zu Tode kommen und nach ein paar Tagen dort draußen glaube ich ihm das mittlerweile auch. Ja. Ups. So. Ich weiß jetzt, warum Heinrich den Tieren nicht selbst das Fell abzieht. Das ist eine etwas komische Geschichte, aber die Wahrheit. Nun rede schon. Also, Heinrich hatte einen Traum, in dem ihm, im wahrsten Sinne des Wortes, das Fell über die Ohren gezogen wurde. Daraufhin ist er zu einer Wahrsagerin gegangen, die ihm eine Wiedergeburt als Tier prophezeit hat. Aus Angst von den Tieren, denen er das Fell abgezogen hat, getötet zu werden, zieht er nun keine Felle mehr ab. Dieser Schwachkopf. Naja, sowas hatte ich mir schon fast gedacht. Er hat noch nie was getaugt. Naja. Übrigens, ich bin gerade dabei, ein Haus zu kaufen. Und ich möchte das ganz gern haben. Das ist ein alter Restbauernhof. Und 8800 Quadratmeter. Ja, Haus wurde zuletzt 2020 saniert. Also in den Jahren davor halt. Die im freien Lager denken auch, sie können machen, was sie wollen. Und kostet aber 289.000. Aber ich finde, für die Größe und dass es modernisiert wurde, ist es ein Schnapper. Wenn ich das bekommen sollte, also wenn das Geld rechtzeitig von der Bank da ist, dann werde ich das auch nochmal Videos raushauen. Wie es da aussieht und so, also Shorts, wisst ihr. Und vielleicht auch irgendwann mal eine Grubentour. Und wenn ich das Haus nicht bekommen sollte, dann habe ich ja schon das Geld. Und kann mir davon ein anderes Haus kaufen. Das sehen wir erstmal, ne? Wie es läuft. So. Ich werde doch gerade draußen gespeichert, oder? Ja. Okay. Das können wir natürlich nicht tragen. Echt nervig. Wir selbst können uns entscheiden. So, gehen wir mal in die Kneipe. Warte mal, dich kenne ich doch. Ich wüsste nicht, woher. Ich bin zum ersten Mal hier in Asun. Du musst mich wohl mit jemandem verwechseln. Nein, nein. Da bin ich mir sicher. Du warst doch in dieser Arena, oder? Ja. Wenn ich es leugnen würde, dann müsste ich lügen. Ja, ich war dort. Ich habe es jedoch überlebt und wurde kurzerhand ins Armenviertel geworfen. Es kommt nicht oft vor, dass es überhaupt jemand von dort unten wieder hier hochschafft. Ich vermute mal, du bist da nicht freiwillig reingeraten, stimmt's? Wer sucht sich das schon aus? Ich weiß nicht genau, wie ich dorthin gekommen bin. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass das Schiff, auf dem ich war, versenkt wurde und ich im Kerker wieder aufgewacht bin. Anscheinend sollte ich mit den anderen dort unten hingerichtet werden. Tja, stattdessen habe ich gelitten wie ein Scavenger auf einem Spieß. Da ich ihrer Folter widerstanden habe, wurde ich ins untere Viertel gesteckt. Ich weiß ja nicht, was du dir erlaubt hast. Eigentlich werden dort nur Schwerverbrecher hingerichtet, aber du machst mir nicht so den Eindruck. Wieso? Was ist mit mir? Wer die Arena überlebt und in der Gosse endet, hat sich damit eigentlich abgefunden und verliert einfach seinen Überlebensgeist. Du hingegen bist wieder aufgestanden. Das zeigt mir, dass du kaum schlimmer als ein Apfeldieb sein kannst und einfach nur noch auf Rache aus bist. Ach, eigentlich war ich auch mal zu einem bisschen mehr als nur einem Apfeldieb gedacht. Aber einerlei. Was zählt, ist erstmal das Hier und Jetzt. Naja, was dich genau bewegt und warum du hier bist, musst du selbst wissen. Aber vielleicht bist du ja im Hier und Jetzt an einer Schlafmöglichkeit interessiert. Wäre zumindest eine nette Alternative zu der Hütte, die mir Cortes überlassen hat.
Schön, schön. Also hier im Hotel ist noch genug Platz. Du kannst hier gerne kostenlos übernachten, wenn du magst. Zu etwas Kostenlosen sage ich nur selten nein. Aber wieso das? Du könntest bare Münze verlangen, wie von jedem anderen. Außerdem habe ich dich etwas angeschwindelt. Ich habe schon gesehen, was du in der Arena mitgemacht hast. Siehst jetzt zwar wieder besser aus, aber manchen Leuten sollte man einfach helfen. Zu freundlich von dir. Ich wünschte, es gäbe mehr solcher Leute. Okay. Das fragen wir später. Erstmal gehen wir pennen. Und das machen wir in ihrem Schlafzimmer. So. Gut, einen Moment. Verdammt. So. Gut. Dann schauen wir mal, ob der Schmied jetzt da ist. Ach ja. Das Schwert können wir ja verticken. Lass uns handeln. Ist immer 90 wert. Wer bist du? Nur ein Bürger. Na gut. Du bist der Schmied hier, richtig? Ein Schmied bin ich. Aber du wirst schnell merken, dass ich noch viel mehr bin. Und das wäre? Ich bin in dieser Stadt der Zunftmeister und entscheide zum Beispiel darüber, wer hier bei einem Handwerker als Lehrling aufgenommen werden kann und wer nicht. Mhm. Ich möchte bei dir als Lehrling anfangen. Du willst also Lehrling werden? Nun gut, ich kann einen neuen Lehrling gebrauchen. Wenn du die Aufgabe, die ich dir stelle, zu meiner Zufriedenheit erfüllst, kannst du bei mir anfangen. Was soll ich für dich machen? Nun, es ist keine schwere Aufgabe. Du wirst deinen Kopf nicht anstrengen müssen. Dir ist ja klar, dass nur ein kräftiger Mann das Zeug zum Schmied hat. Klar. Und genau deshalb wirst du hinaus in den Wald gehen und Holz hacken. Bring es dann hierher. Hier hast du eine Axt. Okay. Wie viel Holz soll ich hacken? 10 Scheite Holz sollten fürs Erste genügen. Wo soll ich das Holz hacken? Geh hier direkt durch das Stadttor. Wenn du dann rechts an der Mauer entlang gehst, findest du einen gefälligen Baum. Er bringt sehr gutes Holz. Okay. So. Kannst du mir eine Schere schmieden? Ich selbst schmiede nur, wenn ein besonderer Gegenstand die Hand eines Meisters erfordert. Geh zu Maurice, er wird dir weiterhelfen. Mhm. Kann ich jetzt der Zunft beitreten? Du hast meinen Auftrag noch nicht erfüllt und du benötigst noch die Zustimmung von mindestens 2 Meistern. Okay. Das fragen wir erst beim nächsten Mal. Steckbrief, sogenannte Notiz. Gut. Ach ja, Maurice, wegen der Schere. Hallo, wer bist du? Ich bin Maurice, Arhus Geselle. Gut. Kannst du mir eine Schere schmieden? Eine Schere? Wozu brauchst du eine Schere? Vestito kann sonst niemanden als Lehrling aufnehmen. Sie ist also für den guten Vestito. Gut, sie ist morgen fertig. Komm dann wieder. Ach ja, bring 40 Roperi mit. Gut so. Wie viel Erfahrung? Das dauert noch. Oh Mensch. Dann gehen wir aus der Holzhacken. Vorher speichern wir, weil ich weiß noch, dass der Robnis rauskam. Wenn man ein bisschen Kraft hat, dann sind die da gespawnt hinter einem.
Ich will auch eine. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Da ist neun, wieder eins. Ich habe jetzt genug Holz für Amos. Hey, hey, was ist das denn? Einstellungen. Steuerung, nein. Spiel. Was ist das denn? Erweitert. Störung, nein. Ach hier. Heißzielen aus. Naja, passiert. Neuer Versuch. Hier Einse, Zweise, Dreise, Vierse, Fünfse. Sechste, siebente, achte, neunte, so, ein Mistvieh weniger. Na, immerhin die Erfahrung von einem bekommen. Ich habe jetzt genug Holz für Argus. Sehr schön. Die Götter trugen auf unserer Welt ein Spiel aus. Unglücklicher, komm mal her zu mir. Guck dich doch mal an. Wie du aussiehst. Hier, hast ein paar Rupiri. Kauf dir etwas Vernünftiges zu tragen, Unglücklicher. Jo. Danke. Ich habe das Holz. Sehr gut, gib es Fabi, meinem Lehrling. Bevor du nun bei mir oder jemand anderem anfangen kannst, musst du aber der Zunft angehören. Mhm. Kann ich jetzt der Zunft beitreten? Hm. Du hast meinen Auftrag noch nicht erfüllt. Und du benötigst noch die Zustimmung von mindestens einem der Meister. Okay. Kriegen wir dann mal das Holz zu Fabi. Hey du, ist auch ein Scheiß wer bist Arbeit. Du? Hey, du bist neu hier? Oder habe ich dich nur noch nicht gesehen? Ich bin übrigens Fabi. Ich habe normalerweise einen viel längeren Namen, aber der ist zu kompliziert. Nenn mich einfach Fabi. Ich bin ein Lehrling von Aarhus. Im Regen Holz sägen. Das würde ich nicht gern machen. Ich habe hier Holz für dich. Gib her. Ich werde es später stapeln. Gut. Du bist hier also der Zunftmeister? In der Tat, das bin ich. Wieso fragst du? Kannst du mir denn dann etwas Wichtiges über die Zunft erzählen? Ich habe gerade nicht sonderlich viel zu tun. Meinetwegen gerne. Also gut. Die Zunft hier in Assun wurde gegründet, als sich die Handwerkszweige immer weiter spezialisierten.
Um die Interessen der Arbeiterschaft zu wahren und die Wirtschaft noch effizienter zu gestalten, wurde die Zunft aufgebaut. Wir setzen uns für den freien Wettbewerb auf Asun ein und entlasten dabei unsere Mitglieder. Die meisten Handwerker und Kaufmänner sind hier in der Zunft, was auch daran liegt, dass man Mitglied sein muss, um innerhalb der Zunft als Lehrling aufgenommen zu werden. Kann ich jetzt der Zunft beitreten? Du hast meinen Auftrag noch nicht erfüllt. Und du benötigst noch die Zustimmung von mindestens einem der Meister. Okay. Ups. Jo. Okay. Kann ich bei einem Meister als Lehrling anfangen? Und du glaubst, dich nimmt überhaupt jemand als Lehrling auf? Jo. Na, mal Spaß beiseite. Um bei einem der Meister anfangen zu können, musst du Zunftmitglied sein. Hier hast du die Aufnahmeordnung. Komm wieder, wenn du sie genau gelesen hast. Dann schauen wir mal nach. Die habe ich gerade in meinem Inventar gesucht. So, gelesen. Ach, Moment. So. Wenn ihr das lesen wollt, lest es gerne. Ich habe die Zunftordnung gelesen. Gut. Am besten stellst du dich den verschiedenen Meistern mal vor. Dabei kannst du eine Aufgabe für mich erledigen und versuchen, ihre Zustimmung zu bekommen. Gut. Was soll ich für dich machen? Ich habe hier ein Rundschreiben an alle Mitglieder der Zunft mit einem Meisterbrief. Du wirst es verteilen und dafür sorgen, dass jeder sein Schreiben erhält. Wie soll ich die Meister finden? Sieh dich einfach nach Werkstätten um. Wo eine Werkstatt ist, ist auch ein Meister. In das untere und obere Viertel brauchst du aber erst gar nicht zu gehen. Die einen sind zu faul, die anderen zu reich, um zu arbeiten. Ich bin schon unterwegs. Ja, ne? Tausend Erfahrung brauchen wir für ein Level Up. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Denn ein Lernpunkt kann ich ja geschickt. Hört, ihr Bewohner von Asun. Erneut kam es zu einem Mord im unteren Viertel. Der Bürger Rufus. Der arme Kerl kann einem leid tun. So, Cortez. Hey, du! Nicht abstoßen, bitte nicht. Nein! Na gut. Die Folge ist hier mal wieder beendet. Ich muss wohl wieder ein bisschen was nachspielen, ab dem Grublins. Morgen wird wahrscheinlich dann auch keine Folge kommen, wenn das schon wieder abstürzt hier. Wenn ich es schaffe, heute Abend aufzunehmen, dann ja, aber morgen müssen wir um 11 bei der Hausbesichtigung sein. Dann müssen wir um 9 bei meiner Schwester sein, sie kommt mit. Also kann ich morgens nicht aufnehmen. Und wer weiß, wie lange das alles dauert und wann wir wieder zu Hause sind. Naja. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.